Ja, im Prinzip, was würden die G-Tigers bannen? Wir sehen es jetzt. Ja, Sola. Diana ist rausgenommen und Javan, Sevier und auf der anderen Seite von World Elite ist der Victor, Lysander und Lulu. Victor einfach ja, von Kuro weggenommen und da wurde sich erstmal die Rek'Sai genommen und Nidalee ist noch zwar noch offen, also sprich zwei Top-Tier-Jungler könnte man sehen, aber World Elite hat sich erstmal um Maokai und LeBlanc gekümmert. Ich bin mir nicht sicher, wie viel jetzt wir aus den Summoners von den G-Tigers schlussfolgern können. Wir sehen hier auf der Top-Lane haben wir Ignite Teleport. Das könnte natürlich auch nur so ein kleiner Bait für die Zuschauer sein. Oder aber ist es ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht sogar den Hecarim sehen werden. Erstmal jetzt werden Janna und Corki eingeloggt. Corki ja der beliebteste ADC in Korea überhaupt. Winrate-technisch auf vielen Spielern nicht so erfolgreich, aber Prey halt der beste Corki der Welt wahrscheinlich momentan. Ohne ungeschlagen hier noch. Und davon auf jeden Fall profitabel fürs Team. Corki, sehr, sehr teamorientiert. Ist auf der Lane ist nicht mehr so dominant von Lucian, Graves, Sivir. Wird er so ein bisschen gecountert, aber ist halt teamtechnisch absolut stark. Und ja, Lee Sin, Thresh sind halt so kleine Flex-Picks, die man eigentlich gegen alles mit allem spielen kann. Geht ziemlich schnell hier gerade, habe ich das Gefühl. Also man kommt gar nicht hinterher. Ich will mal ein bisschen reden lassen. Ich rede hier gerade viel zu viel alleine. Ja, also wenn man schnell Picks und Bannen macht, dann muss man einfach, zeigt man einfach dem Gegner, dass man genau weiß, was man macht. Das stimmt. Und man lässt ihm einfach wenig Zeit, um zu reagieren. Und ich finde das eigentlich eine gute Taktik bei denen, weil sie genau wussten, okay, wenn die Maokai picken, wir nehmen wir Rumble als Counter, was wir auch vorher schon angesprochen haben. Was ich interessant finde, dass die Double AD immer noch spielen, aber auch den Astral in die LeBlanc auch picken Ja. und mal schauen, wie sie es machen. Das könnte wirklich so ein bisschen dieser Disrespect sein, von wegen, ja, LeBlanc ist gut gegen Ezreal, es ist uns egal, wir pingen einfach trotzdem Ezreal. Was mich auch ein bisschen irritiert, dass man nicht Doppeltank mit Doppel-AD spielt, ist da so ein bisschen charakteristisch, dass man diese Frontline haben möchte, wenn man eben mit Doppel-AD spielt. Also ich denke, dass was du brauchst mit Double AD ist einfach, dass du Champions auch im Team hast, die Aggro ziehen, also quasi, die man beachten muss. Und mit Rumble zum Beispiel hat man eine Ultimate, wo man auf den Boden legen kann, wo dann jeder wegrennen muss. Ansonsten nimmst du einfach so viel Schaden. Das ist genau eigentlich, was du mit Double AD brauchst, damit du die Gegner zum Rennen bewegst, damit du deine Zeit hast. Also musst du eigentlich quasi nur Zeit erkaufen mit deinen anderen zwei Champions. Hat er auch mit der Rexha auch noch eine ganz gute Frontline. Mountain kommt gar nicht zu Wort in dieser Runde hier. Ich wollte nur kurz noch auf den Kalista-Pick eingehen, weil das ist ja das erste Ja. Mal, dass wir Kalista sehen und ist ein richtig starker Pick, finde ich hier, weil Kalista, wenn im Gegnerteam kein HCC da ist, ist Kalista halt super gut und wir sehen da ein Rumble, Rek'Sai, klar, Rek'Sai Flash und Knock-Up, aber das ist halt die Rarität und hier ist Kalista halt super gut und die kann super gut das Gegnerteam wegkiten. Das heißt hier sogar noch Kalista über Lucian, den wir ja Ja. sonst siegreich gegen Corki gesehen haben, in allen Fällen. Gut, das ist natürlich eine sehr interessante Kombination und ich denke, World Elite hat hier auch einiges gut rausgeholt. Jetzt die Frage, sind die G-Tigers da wirklich so ein bisschen arrogant an die Sache in Anführungsstrichen rangegangen oder einfach mit gesundem Selbstbewusstsein? Oder wird sich das ausbezahlen? Kurzes Feedback, wie seht ihr das? Wäre es besser weggekommen aus dieser Pick-and-Ban-Phase? Ich würde Tiger sagen, wobei es ist ziemlich ausgeglichen. Also beide Teams haben gute Chancen zu gewinnen. Ja, ich sehe das ähnlich, wobei mir wieder der Thresh irgendwie nicht ganz so gut gefällt. Man hat zwei AD-Carries, die sowieso meistens nicht in der Reichweite stehen. Ansonsten hat man als Ziel Rumble und ja, und der Jungler und Rek'Sai. Das sind nicht wirklich effektive Ziele zum Hooken. Ich weiß nicht, ich hätte mir da wieder einen etwas konsequenteren Supporter gewünscht. Ja, ich schließe mich dem an und ich würde sagen, dass es an die Tigers geht. Das würden wahrscheinlich die meisten sagen, aber ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Der gute Maxim wird uns natürlich jetzt begleiten mit dem Dentist zusammen, der im Übrigen einen sehr guten Kokaster abgibt. Ja, fantastisch. Und ich darf einfach neben ihm sitzen und natürlich sein Wissen oder dein Wissen aus dir rausquetschen. Ist immer sehr, sehr schön. Wir haben natürlich jetzt schon die Team Composition gesehen. Kalista am Start. Kalista ist super stark. Also Rek'Sai, wenn wir einen Rek'Sai gegen uns haben und da ist ansonsten kein Single-Target-CC, der zur Verfügung steht, dann picken wir Kalista. Jedes Mal. Wobei, wir Okay. machen das eigentlich in jedem Champion, weil Kalista ein sehr, sehr underrated Champion ist, meiner Meinung nach. Macht unglaublich viel Schaden, ist sehr mobil, ist nur mit Single-Target-Spells rauszunehmen. Einfach unglaublich stark und macht auch Sinn in dieser Komposition. Im Großen und Ganzen allerdings, die Double-AD-Comp von den G-Tigers wurde zum maximalen Effekt in der LCK von ihnen gespielt. Die Ja. haben das Ganze eingeführt vor 2 Monaten, zum ersten Mal den Airstream in die Mitte gepackt und quasi als Innovator und Meister dieses Spielstils denke ich schon, dass sie da besser rausgekommen sind. Richtig. Bei Innovator muss man dazu sagen, es können natürlich andere sagen, hey, wir haben auch AD in der Mitte gespielt, aber ihr Ja. müsst das Level bedenken. Ja, das Level Genau. ist dabei sehr, sehr entscheidend und ja, wir werden dabei Zeuge, wie Kalista den Soulmate erst umbringt
und dann wieder ins Leben zurückholt. Thrash als Gesamtkombo mit Kalista in Ordnung, oder? Ist weil sie Ordnung, können sich witzigerweise ja gegenseitig retten. Ja, genau. Die Lantern und das Ultimate. Das ist eine Doppelrettung, die es in dieser Form nur einmal gibt. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass andere Champions besser synergieren mit Kalista. Also da kann ich dann eine Annie nehmen, da kann ich Leona nehmen und dann vielleicht Lane swappen. Und mit Leona Kalista zum Beispiel habe ich eine Kombination, die unglaublich stark ist. Leona kann mit dem E rein, kann er rausgenommen werden und mit dem Ulti re-engagen. Das ist deutlich besser als mit dem Thresh. Genau, also du hast jetzt nur offensive Punkte genannt. Wir haben ja auch ein paar Mal Janna Kalista gesehen, wo gerade die Schadensspitzen mit dem Windschild und den Sperren rausziehen sehr, genau, sehr schmerzhaft sein kann. Es ist aber auch die defensivste Variante insgesamt. Genau. Kuro ein bisschen Schmerzen, aber ja, geht. In anderen Matchup hätte ich gesagt, dass LeBlanc hier definitiv die Vorderhand hat, rein von den Champions her. Allerdings ist Kuro's Ezreal von einer ganz anderen Nummer, um ja ehrlich zu sein. Er hat Kekse mit. Er hat Kekse mit. Ja, es ist gemütlich, dass man da ein bisschen in den Supportive oder Utility Tree geht. Höchstwahrscheinlich ist es 21.09 oder 21.54. Beides ist, ich glaube, 21.54 ist immer noch mit Keksen möglich. Kann nee. Ich jetzt nicht? Da braucht Kekse, man schon die Kekse muss man drin, ne? Richtig deep gehen, also mindestens 9. Also 21.09 macht schon Sinn. Hat man öfter gesehen. Okay. Ist dadurch natürlich ein kleines bisschen weich, aber du hast halt selbst erwähnt. Es ist ein indirektes Skill-Matchup. Er wird nicht in der Lage sein zu töten. Vielleicht genau. Kuro. Jetzt als Person speziell. Mal schauen. Der Grump, der muss drunter leiden. Beide fangen also klassisch mit einem Camp an. Eines der größten Vorteile von Kalista ist, ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber für gewöhnlich fängt er mit dem W an. Viele denken, dass man das E stacken muss und dann einfach mit dem E den Grump holt. Allerdings macht man viel, viel mehr Schaden, wenn man das W passiv nutzt, was dann prozentualen Heals-Schaden macht von dem Support. Genau. Keine Ahnung, ob was da jetzt geskillt worden ist. Das W, wir werden es beim ersten Auto-Attack sehen und ja, es sieht mehr nach den Sperren aus. Es ist das E, was da gelevelt worden ist. Tja, da muss man durch. Da muss man durch, wir machen es anders. Ich möchte jetzt Team World Elite nicht kritisieren, ich glaube, die wissen schon, was sie machen. Richtig, das ist auf jeden Fall vollkommen. Vom Matchup her, Noppen. Kill Pressure hat man nur, wenn Thresh den Hook landet. Corki Janna hat jetzt nicht wirklich allzu viel Kill Pressure auf Thresh und Kalista. Andersherum. Nur wenn der Hook gelandet wird. Muss natürlich dazu sagen, dass sich auch die Komposition relativ wohlfühlt, sollte dieses Late Game erreichen. Smap sofort unter Druck, der Red Buff tut schon ordentlich weh, plus natürlich die Verlangsamung, aber es reicht nicht. Du hast gemeint, Rumble muss man früh rausnehmen. Sie versuchen. Rumble muss man und kann man früh rausgeben. Rumble ist ein Champion, der nicht nur alleine von Leveln skaliert, so wie Maokai zum Beispiel. Rumble braucht frühe Magic Penetration, da braucht man das Haunting Geist. Da braucht man dann relativ früh Sonyas. Umso mehr Items er kriegt, umso stärker wird Rumble. Und deswegen, wenn man ihn versucht, früh anzugreifen, kann man da ganz, ganz viel Wind aus dem Spiel nehmen. Findest du die Entscheidung schön, dass er genau diesen frühen Weg mit dem Rubinkristall versucht? Definitiv, das macht durchaus Sinn. Der Ruby-Crystal macht Sinn, weil Maokai im Early Game nicht allzu viel Schaden an ihm ausrichten kann. Und er verschnellert damit einfach den Weg zu seinen Core-Items. Spirit verbissen, ist schon wieder auf der Top-Lane zu sehen. Smap natürlich immer noch mit dem Flash ausgestattet, muss jetzt raus und das war's. Er wird hier niemals überleben. Die Frage ist, wer kriegt den Kill? First Blood Aluka, perfekte Entscheidung, oder? Perfekte Entscheidung von World Elite, wie ich gesagt habe. Wenn man einen Rumble auf der Top-Lane hat, dann muss man den früh angreifen, dann muss man den fokussieren. Und Lee Sin ist ein Jungler, der das auch machen kann. Und wir haben gesehen, erster Gank, Follow-Up, First Blood, perfekt gespielt. Schön gemacht. Diese Standhaftigkeit hat sich natürlich ausgezahlt. Lee, Racheaktion, klar, nimmt den Blue Buff mit, wenn er genau weiß, dass sein Kontrahent da oben die Toplane weiterhin unsicher macht. Ist aber ein fairer Abtausch, oder? Drei Buffs gegen First Blood würde ich nicht traden, weil Rumble hat, musste auch das Flash nehmen und dadurch wird er immer angreifbarer. Lee Sin, also Spirit, ist ein Jungler, der aus Korea kommt, letztes Jahr bei Galaxy Blue, der durchaus in der Lage ist, da seine Vorteile rauszuziehen. Also er wird weiterhin die Toplane fokussieren, er wird versuchen, so viel Druck wie möglich auf Rumble auszuüben. Und wenn das geschieht und er beide in Richtung Snowball marschieren, dann könnte das für die Tigers gefährlich werden. Genau. Den Kill selber hättest du auch lieber Maokai gegeben, weil Lee Sin, es ist das Early Game, was ihn super stark macht, das noch zu verbessern? Oder ist es im Prinzip völlig egal bei den beiden? Das ist bei den beiden völlig egal. Also wenn ich Maokai die Kills gebe, dann gebe ich ihm natürlich die Chance, relativ früh an seinen Catalyst ranzukommen, der dann auch im späteren Verlauf zum Roll of Ages werden kann, wenn ich ihn früh in Führung bringe. Auf der anderen Seite, ein Lee Sin mit Kills, jeder, der im Solo-Queue war, weiß, wie gefährlich das ist. Ja, absolut nervig, ne?
Jetzt können wir feststellen, dass die Träne bei Kuro da ist. Klassisches Itembild ist, dass man entweder auf Muramana geht oder auf Mana Mion zuerst und dann auf Trinity. Was würdest du ihm ja vorschlagen oder was denkst du, wie er reagiert? Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich mit Maokai und LeBlanc auf gar keinen Fall das Gauntlet nehme, okay, sondern doch auf die Trinity Force gehe. Gauntlet ist im Allgemeinen ein besseres Item und auch ein mehr gesehenes Item in Korea, da man nicht so wirklich viel mit Doppel-AP arbeitet. In diesem Fall allerdings würde ich die Maramune zuerst angreifen, es sei denn, ich bekomme früh irgendwelche Kills und kann dann Trinity rushen. Wieder der Top-Lane ging da, diesmal auf Alucas Seite und er kann überhaupt nicht standhalten. Schaden von Smap und Lee kombiniert. Absolut grausam, hat sich nichts anmerken lassen. Selbst die Doppelring- und Rubinkristall-Variante hat ihn nicht mal ansatzweise schützen können. Und da sehe ich, dass der World Elite Jungler Spirit hier einfach nicht richtig reagiert hat. Er hat da in dieser Botlane-Seite des Jungles überhaupt gar nichts zu suchen. Er muss davon ausgehen, dass sein Blue Buff weg ist. Er muss davon ausgehen, dass er dieses Spiel jetzt... Er hat sogar gesehen, da war ein Ward beim seinem Genau, er wusste es. Das heißt, er hat Botlane gar nichts zu suchen. Er muss versuchen, diesen Rumble weiter und weiter und weiter unter Druck zu setzen. Oh Gott. Das ist etwas, was das Team von World Elite extrem freut. Wir haben nämlich gesagt, Ezreal hat richtig große Probleme gegen LeBlanc und er hatte ihn außerhalb unserer Reichweite quasi vernichtet. Zu blutig, es zu zeigen. Vielleicht sehen wir aber nochmal ein Replay. Meine Prediction ist, heute gehen alle in die Hose. Ich habe gesagt, dass sowohl dass LeBlanc zwar die Kill-Pressure hat, aber dass Cruz Ezreal eine ganz andere Nummer ist, und was passiert. Solo-Kill in Minute 6, das kann doch gar nicht sein. Er hat einfach nur Bjorks nachgemacht. Oh, wunderbar. Wichtig für ihn. Wichtig auch für die Moral. Sie wissen, dass Kuro ein starker Spieler ist. Sie wissen, dass sie gegen die Tigers zocken. Und da ist jeder Kill, oder jeder, sagen wir mal so, jeder Solo-Kill so bedeutend. Genau. Und beide Summoner auch weg von Ezreal. Flash, Heal, alles gezündet, um da sich selbst zu verteidigen. Hier sehen wir es nochmal. Zack, Kette sitzt. Das ist so etwas Wichtiges und die Combo war perfekt. Na, er hat das Ulti-Siegel dran draufgepackt, wenn er wusste, die Kette platzt. Das sind die Power-Spikes, auf die man achten muss. Wenn LeBlanc Level 6 wird und ich selbst Level 5 bin, dann kann ich mich da nicht in Range aufhalten. Dann wird das W genutzt, um die Gap zu closen und dann wird eine Combo gelandet. Wenn die Chain trifft, ist das Ganze vorbei. Richtig. Und bei der Kette hat es bei vielen LeBlanc-Spielern gemangelt. Haben wir jetzt das letzte Mal bemerkt, wo wir gesagt haben, hätte die Kette getroffen. Das ist ja nicht nur das Tool zum Festhalten, sondern meistens, um die Ulti-Variante des Siegels zu brechen. Ganz schön gemacht genau. Von Lee. Nimmt jetzt hier nochmal die Krabbe mit. Nimmt dafür das Zerschmettern. Kann man machen, oder? Kann man machen, da die Zerschmettern gestackt werden können. Das heißt, er kann mehr als einen aufbauen, hat dann nur 15 Sekunden Cooldown. Kuro ist hier allerdings gewaltig unter Druck, muss man sagen. Kennt man gar nicht so. Prey nun ebenfalls hier. Schöne Valkyrie, gute Idee. Ist nicht an Thresh vorbeigeflogen, damit er sein Auspeitschen auspackt, sondern einfach wirklich eine gute Variante gewählt. Wäre natürlich tödlich, wenn er da gegen die Wand knallt. Definitiv. Knallt er gegen die Wand, wird er gehookt und damit kann Kalista das Ganze dann beenden, weil Kalista unglaublich viel Schaden macht. Mit der E und dem W, den Thresh dann aufbaut. Das ist so viel Schaden, da kann Corki nichts entgegensetzen. Warum hat man eigentlich hier keinen richtigen Lane-Swap gewagt? Weil Kalista ja auch im Lane-Swap kräftig ist gegen den Solo-Laner. Ganz genau. Kalista mit Solo-Lane ist eine Sache, die ich selbst nicht riskieren würde. Wenn du Kalista eine Solo-Lane gibst mit XP, dann nimmst du ihr relativ schwaches Early-Game komplett raus. Allerdings, Kuro wird mit 50% runtergenommen durch den Kombo. Das ist eine Sache, die da muss man aufpassen. Da müssen die Tigers jetzt reagieren. Muss jetzt zwingend Lee ihn zitten? Ist das das Problem? Das würde ich nicht zwingen. Oh, die Combo kam nicht raus. Sehr gut gemacht. Das würde ich aber allerdings nicht machen, weil eine LeBlanc einfach viel zu mobil ist, um da den Fokus drauf zu setzen. Rek'Sai kann eine LeBlanc nicht wirklich effektiv ganken. Das bedeutet, Kuro muss von Anfang an jetzt es alleine schaffen. Kuro muss da jetzt durch. Das ist eine Sache, durch die muss er jetzt durch. Wenn er den Solo-Killer an LeBlanc abgibt, dann muss er einfach damit rechnen, dass sie ihn jetzt dominieren kann. Dann muss er jetzt Farm abgeben. Das sehen wir jetzt auch, er fällt jetzt 10 zurück schon im Großen und Ganzen. Er muss mit dem Q farmen, wie er es macht. Er muss den Tower drücken, wie man so schön sagt. Er muss ihn umarmen. Und er muss einfach zusehen, dass er die Kills nicht abgibt, weil im Late-Game skaliert er deutlich besser. Okay, er hat natürlich die Möglichkeit, über seine Auto-Tags dann zu kommen. Da kommen die Schmerzen durch. LeBlanc halt im Late Game immer noch in der Lage, jemanden aufzufressen, gerade wenn es ein AD-Carry ist, aber es ist schwer. Es ist deutlich schwerer geworden, seit DFG aus dem Spiel genommen worden ist. LeBlanc war eine Assassine, die dieses Item gerusht hat, um dann einfach mit diesem Proc so viel Schaden anzurichten, dass man auch im Midgame den Ganzen schon mit einer Spellrotation rausnehmen könnte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Oh, Smap, der Flammenwerfer.
Trotz der Ultimate kann er Luca auf die Hälfte der HP drücken. Das ist genau das, was Niv gesagt hat. Wenn man Maokai hat, dann wird Rumble meistens als Lane-Counter gegen ihn gepickt, weil man im puren 1 gegen 1 nicht so wirklich eine Chance hat. Man kann Maokai pressuren, man kann ihn pushen, man kann mit ihm spielen, mit diesen Bäumchen, ja. Als Rumble. Und das wird hier gerade gemacht. Das ist ein bisschen das Pokémon-Prinzip, ne? Feuer, ja, schlägt Pflanze. Ja, ist natürlich klar. Ne? Dieser Sam gegen, wer war der andere? Glumanda. Glumanda. Das konnte mal alle 150, aber. Wirklich? Ja, natürlich. GG. Ich glaube, mir fallen dann irgendwelche komischen nicht mehr ein. Aber ich habe auch aufgehört, als das gesteigert wurde auf 300 Pokémon oder sowas. Ich habe schon bei, wo dann bei mehr Stuhl, als 100 Stuhl-Pokémon und Tisch-Pokémon und Abfall-Pokémon dazu kamen, das ging nicht. Die guten alten blauen Rotzeiten, das waren die besten. The best. World Elite. Nun in einer wirklich komfortablen Position. Haben wir aber auch schon gegen die GE Tigers von anderen Teams gesehen, dass sie sich halten konnten. Ja, das ist ein entscheidender Faktor und sie wollen ja eh auf das Late Game hinaus. Wie siehst du die Tatsache, dass Mystique in der Lage ist, seinem Team bei Objektkontrolle zu helfen? Ich glaube, Lee kommt hier noch entspannt weg. Ja, wird ein bisschen genervt werden, aber ist noch davon gekommen. Bei Kalista mit den Sperren, wunderbar. Zweites genau, Smite. Natürlich. Das ist die Dragon und die Baron Control. Kalista ist in der Lage, da sogar mehr Schaden anzurichten als der Smite. Man kann Baron und Dragon bursten. Er ist in der Lage, über 20 Stacks auszurichten und dann in dieser Minute ungefähr 800 Damage an dem Drachen zu verrichten. Und das ist mehr als der Smite in diesem Status zu spielen. Aber wir sehen hier gerade, dass in der Top Lane schon wieder gegankt wird. Ganz, ganz viel Fokus beider Jungler auf die Top Lane. Fühlt sich Aluka davon geschmeichelt? Weil er muss ja, er sieht ja, alles klar, ich werde ständig gegankt, mein Team ist woanders entspannt. Das ist einfach eine Sache, mit der muss man rechnen. LeBlanc ist viel zu mobil, um da rauszukommen. Thresh, fokussiere ich Thresh, kann Kalista in diesem Zeitpunkt ab Level 6 den Thresh einfach rausholen. Wenn Kalista fokussiert wird, ist die Laterne da. Das heißt, beide auf der Botlane sind safe. LeBlanc in der Mitte ist safe. Gleiches gilt übrigens für Ezreal, Janna und Corki, die beide auch eine Escape-Möglichkeit haben. Also was kann ich als Jungler machen? Möchte ich ganken, gehe ich zu Maokai und Rumble, die beide relativ immobil sind. Okay. Ist das dadurch automatisch ein frustrierender Faktor? Weil wenn man bedenkt, dass Kalista ja im Late-Game auch echt kräftig ist, führt das zu einem Problem, dass sich die Tigers langsam dem Midgame entgegengehend irgendwie drum kümmern sollte. Kalista ist kein klassischer Hyper-Carry, also da gibt es deutlich andere Charaktere, die da besser skalieren in der AD-Carry-Position. Wenn man mich fragt, ist das so Minute 20 bis 25, wenn der Blutdürster und der Hurricane vollendet sind, wenn Kalista peakt in Sachen Schaden. Das stimmt. Hurricane, jetzt nun wahrscheinlich als zweiten Gegenstand forciert. Wie findest du die Variante mit dem Blutdürster zuerst? Super, super. Kalista konnte das BF-Sword farmen. Wenn man das kann, dann gibt es für das E einfach so viel AD. Das E skaliert so gut mit AD, dass man immer ein bisschen AD auf Kalista bauen sollte. Dann brauche ich Lifesteal. Also das Scepter ist ein Must-Buy. Und danach, bevor ich den Blutdürster vollende, kann ich das Hurricane kaufen. Richtig. Und dann kommt die nötige Angriffsgeschwindigkeit plus natürlich die Verteilung der Sperre, die ja dabei hilft, nicht nur Resets zu bekommen, sondern auch Schaden rauszudrücken. Lee, da merkt man, die Sicherheit ist zwar da, muss trotzdem flashen. Weiß aber für die nächsten 5 Minuten vielleicht die Distortion aufheben. Da wurde ganz, ganz geschickt gegangen. Also Lee hat einfach nur gewartet, bis LeBlanc diesen vorhersehbare Attacke auf Ezreal startet. Beide Sprünge wurden genutzt, das heißt keine Möglichkeit mehr für LeBlanc zu escapen und sie musste dann das Flash nehmen. Ja. Bezogen auf den Powerspike in der Mitte, haben wir das vampirische Zepter dazwischen gebaut. Ne? Verzögert Mana Mune und natürlich die Triforce enorm. Ist das eine Konsequenz, die GE Tigers jetzt zwingt, sogar noch langsamer zu spielen? Das ist eine Sache, die haben wir bislang von Kuro noch nicht gesehen, weil er normalerweise nicht zurückliegt mit Ezreal in der Mitte. In dieser Situation ist es allerdings relativ schlau, da er die Zeit und die Auto-Attacks, die er unter dem Tower hat, nutzt, um ein wenig Leben zu regenerieren. Wir haben gesehen, mit einer Kombination von LeBlanc geht er über 50% runter und damit braucht man ein wenig Sustain, also wie sagt man, Haltbarkeit. Haltbarkeit, ich weiß einfach nicht. Standhaftigkeit, die jetzt leider genau. Aluka nicht haben konnte. Durchhaltevermögen haben wir es genannt. Durchhaltevermögen, sehr gut. Ein vorhersehbarer Gank. Man hat gesehen, dass Lee in der Mitte, also der Jungler Lee mit Rek'Sai in der Mitte war, dann nach oben geht, da muss Spirit da sein. Er war zu spät und damit kann man dann easy diven mit Rumble. Richtig, da sieht man schon schön die Backport-Musik. Der galaktische Rumble brutal am Abgehen. Eieiei. Sowas ist immer doppelt schlimm, weil man zeigt sich auch. Mystique hat es ja zuvor mit der Version probiert, dass er zuerst Thresh reindonnert und dann die CC auspackt. Bei Kalista der Vorteil, wenn man die Ultimate aktiviert, fliegen die Ziele länger hoch.
Ganz genau. Allerdings würde ich hier als Kalista Thresh gar keinen Kampf suchen, da wir sehen, dass bei Corki die Trinity Force vollendet ist. Das heißt, auf dem Papier und auch im Spiel selbst macht er jetzt deutlich mehr Schaden. Genau. Dieser Moment muss abgewartet werden. Aua. Es ist ja, das ist noch nicht mal die ganze Combo, weil das Q noch nicht mal gebrochen ist. Genau, da fehlt die Chain, das Siegel wird gar nicht durchbrochen. Wird die volle Rotation abgezogen, sind wir schon fast bei 70% der HP von Ezreal. Das heißt, Lifesteal eine sehr gute Entscheidung. Genau, kommt damit noch klar. Man muss ja bedenken, wenn Ezreal das Q haut, das ist ein ganz normaler Auto-Attack für ihn über die Länge. Das heißt, er wird da gut mitarbeiten können. Smap wird jetzt hier eventuell von der Arkan-Zerschmetterung noch mal ein bisschen verlangsamt. Das klappt schon mal. Spirit auf dem Weg kann mit dem Safeguard dazu kommen. Schöner Flash-Kick hier nochmal. Und Smap, der weiß ganz genau, ich kann nur Zeit erkaufen. Der Flash fragwürdig. Das überrascht mich. Also wenn ich sowas in Trainingslessionen sehe und jemand flasht in die Situation, dann frage ich, warum machst du das, mein Lieber? Du bist tot. Du kannst hier nichts mehr machen. Da ist niemand in der Gegend, der dir helfen kann. Du kommst nicht mehr weg. Es ist unmöglich für dich hier zu escapen. Bitte save dein Flash. Na, hat er nicht gemacht. Nun aber die Reaktion von D-Tigers nicht schlecht. Sie sehen wieder den Jungler Top Lane, nehmen den Drachen mit, verlieren aber dafür einen Turm. Ist, finde ich, in der aktuellen Saison gar nicht so schlecht für World Elite. Überhaupt nicht, gar nicht. Globales Gold ist ganz, ganz wichtig, wie wir hier sehen. World Elite ist jetzt mit ungefähr 2000 Gold vorne und diese 2000 Gold. Da sitzt der Hook mit der Box. Also die Verlangsamung ist durchgekommen. Gorilla. Ja, versucht das Ganze zu retten. Und der Teleport, ne? Der hat es leider nicht gebracht. Trotzdem Midlane nochmal den Turm mitgenommen. Der Teleport wird einfach nur dazu genommen, die Leute abzuschrecken. Also man könnte selbst, selbst da Corki mit dem W entkommen ist und dann das Ultimate gezündet hat, kann man hier mit Kalista, die das Ultimate immer noch abhat, nochmal re-engagen. Das Teleport wurde dafür genutzt, um das zu verhindern. Oh, diese Kette ging daneben. Also Ezreal ist schlank, seien wir ehrlich. Aber ja. Das war gerade richtig knapp. Das war richtig knapp. Ich glaube, da hat er auch gar nicht mit gerechnet, dass diese Kette verfehlt. Ja. Deswegen hat er auch geflasht. Weil dann wäre nämlich definitiv das Entzünden draufgepackt worden. Er hat zwar noch das Heal. Und warum hier aber auch die Heal-Variante, nicht die Barriere? Heal ist deutlich besser für Teamfight-Situationen. Wenn ich dann in die späteren Situationen, ich habe Rumble, ich habe Rek'Sai, da will ich Teamfighten. Und in Teamfights kann ich mit dem Heal einen Kompagnon von mir ebenfalls mitheilen. Das heißt, ich kann es nicht nur dazu nutzen, um mich selbst zu retten. Wenn ich meinen zweiten AD Carry sehe, zum Beispiel Corki, der dann im Begräbnis ist, kann ich mit meinem Heal ihn auch noch unterstützen. Genau. Zudem ist der Movement Speed immer ganz nett. Richtig. Man muss natürlich schauen, dass man das Ganze gut koordiniert. Man kriegt ja einen krassen Debuff, wenn man einmal geheilt hat. Da merkt man fast gar nichts mehr, gerade wenn Entzünden und der Debuff drauf ist. Da gibt es eben vielleicht 100 Leben. Wenn man, überhaupt. Wenn allerdings, überhaupt, ja. Wenn ich Koordination erwarten kann, dann doch bitte beim koreanischen ersten Platz. Genau. Die haben eine ganz schön große Verantwortung aber auch. Die haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Der Druck, der auf ihnen lastet, unter dem möchte ich nicht spielen. Ich weiß nicht, ob sie es selbst so wahrnehmen, aber bislang war der erste Platz in Korea immer das Maß aller Dinge in League of Legends. Und das ist schon für die letzten 2-3 Jahre der Fall. Das heißt, hier wird davon ausgegangen, dass sie die Spiele gewinnen. Hier wird davon ausgegangen, dass sie ohne Niederlage den IEM-Titel mit nach Hause nehmen können und Korea stolz machen. Wenn sie das nicht machen, ja. Dann löscht man einfach mal den Support aus. Ja, er hatte null Chance. Er hatte noch Flash, wusste aber, dass er wahrscheinlich der Kettenreichweite nicht mehr entkommt. Oder er war einfach weg, bevor er flashen konnte. Das ist eine Geschichte, wenn LeBlanc mit einem Kill vorne steht, die Penetrationsboots schon hat, dann kann er den Support hier rausnehmen. Absoluter Schaden ist da beinahe garantiert. Brainon auf der anderen Seite, man will sich wieder um Aluka kümmern. Er aber clever dafür entschieden, wegzugehen. Turm kann er natürlich dadurch nicht verteidigen. Ganz genau. Was World Elite jetzt machen kann, das ist jetzt ein Tausch von Objectives, also der Botlane-Turret, der wäre auf jeden Fall gefallen für GE Tigers, also hat man sich dazu entschlossen, in die Toplane zu rotieren und da zumindest 1-gegen-1 zu tauschen. Allerdings braucht die Mitte jetzt hier Hilfe, weil Mitte, Ezreal alleine ist nicht in der Lage, gegen LeBlanc zu verteidigen und da Thresh noch dazugekommen ist, um sie zu unterstützen und auch Spirit in der Nähe ist, da müssen die GE Tigers jetzt einiges in Sachen Mitte bringen. Genau. Gorilla zwar vor Ort, kann den Turm schilden, wie man es gesehen hat. Ist auch ultra nervig für die Psyche, wenn man denkt, jetzt ist er dauernd, der Turm. Oh Gott. Ja. So, kommt nochmal dieser gefühlt 300er Schild raus. Haben sich jetzt beobachtet gefühlt? Das Turm Cam jetzt gesamt geklärt. Wow, das ist eine Distortion gewesen. Super, super viel Schaden. Jetzt muss man sich aber zurückziehen. Guter Einebner. Hat auf jeden Fall Kerning Schaden gemacht, aber... Ah, Kalista. Kalista. Wunderschön. Wunderschön. War super. Midlane-Turm, wie gesagt, hier auch gefallen. Öffnet natürlich so ein kleines bisschen den Jungle von Team World Elite, aber GE Tigers nutzt das noch nicht so aus. Normalerweise haben wir jetzt statt einem Ward ungefähr 5 gesehen immer. Kannst du jetzt so verhalten? Verhalten, weil sie wussten, dass World Elite selbst in ihrem Jungle waren. Das heißt also, diese Phase nutzt man jetzt, um
quasi die Vision für World Elite zu verhindern, anstelle, dass man selbst für die Vision geht. Wir haben in der Botlane immer noch den Tier 1 Turret up, das heißt, den Blue Buff zu warden macht keinen Sinn. Toplane war zu weit weg, also nutzt man doch die Zeit, die man jetzt hat, wo man nicht unter Druck ist, um die Vision von World Elite zu clearen. Ja. Nehmen wir schon. Kuro nach wie vor fleißig dabei, vom Farm her mitzuhalten. Ist gezwungen natürlich, dann irgendwoher anders sein Gold zu nehmen. Auf sichere Art und Weise. Wann kommt so der Punkt, wo LeBlanc abfallen könnte? Weil jetzt fühlt sich halt richtig wohl. Also erstmal eine ganze Weile wird LeBlanc nicht mehr abfallen. Das ist so ab der 30., 40. Minute, wenn es dann wirklich ins Late Game geht, wo Ezreal die Oberhand hat. Jetzt, derzeit, die nächsten 10 Minuten, muss eigentlich jeder der Tigers extrem aufpassen, da LeBlanc in der Lage sein wird, wenn man sich misspositioniert, diesen komplett aus dem Spiel zu nehmen, innerhalb von weniger Millisekunden. Aber auch vielleicht World Elite gezwungen, etwas zu machen. Wir haben ja häufig darüber geredet, Mensch, sie hatten die Führung. Sie haben die Power Spikes mit bestimmten Gegenständen. Wenn sie jetzt so verhalten bleiben, ist das die richtige Entscheidung? Man kann einfach nicht so effektiv gegen das Team von GE Tigers Siege. Man hat ganz, ganz viel Wave Clear mit dem Ezreal Ultimate, das alle 20, 30 Sekunden ab ist. Das heißt, man muss schon jemanden aus dem Spiel nehmen. Man ist dazu gezwungen, die LeBlanc, die ein wenig gefeedet ist, zu nutzen, um jemanden zu killen und dann das Objekt zu holen. Oh, wird der Versuch stark gemacht. Kuro gegenüber hier, ja, und er wird komplett ausgepeitscht. Wunderschön gemacht. Muss man aber auch wieder Spirit loben. Der macht gerade wirklich ein starkes Spiel. Einen Ezreal so schnell rauszunehmen, er ist mobil mit Flash und Arcane Shift. Kam nicht davon. Das Arcane Shift hat er mal noch genutzt, aber Lee Sin ist danach einfach gewatcht. Und Spirit ist ein Weltklasse-Jungler. Das darf man nicht vergessen. Er ist letztes Jahr in die Weltmeisterschaft einer der Favoriten gegangen mit Samson Blue. Er hat den Titel in Korea geholt. Der weiß, was er macht und der weiß insbesondere, was er auf Lee Sin macht. Und das hat man hier gesehen. Die Mechanics sind einfach wahnsinnig. War wirklich schön. Wichtig auch. Midlaner abgerissen. Zwar noch kein Objekt bekommen, wenn man das Ganze quasi halbe Minute später gemacht hätte, wäre das jetzt super. Jetzt muss man warten und GE Tigers kann darauf reagieren. Wollen sie den Drachen verteidigen? Ist das jetzt eine hohe Priorität? Das ist eine der Prioritäten, die man haben kann. Also man kann sich hier dafür entscheiden, wenn man auf die Sidewaves guckt, Botlane keine Möglichkeiten, einen Turm dagegen zu traden. Toplane ebenfalls nicht. Midlane, da ist man schon am Mid-Tier 2. Man kann kein Objekt gegen diesen Drake traden. Und mit Rumble, der einen relativ starken Teamfight hat und hier schon seine Leandries vollendet hat, da ist man in der Lage, das Ganze zu contesten. Oh, schön gemacht. Die schon mal ranbekommen. Sicheren Schaden garantiert. Spirit muss vorsichtiger sein. Hat die Hälfte seines Lebens verloren. Die Box auch draußen. Ganz wichtiges Tool, um den Kampf auszubremsen. Hier aber nun nicht mehr von Gebrauch. Kalista hat doch ganz kurz den Drachen angefangen und das ist halt World Elites Vorteil, wenn sie eigentlich denn selber der Aggressor sind, um dann mit den Speeren zu agieren und World Elite, sie schauen nur zu. Ganz genau, man darf hier nicht vergessen, dass das wichtigste Werkzeug im Repertoire der GE Tigers immer noch vom Cooldown ist, das Rumble Ultimate. Der Equalizer ist dazu in der Lage, Teamfights alleine zu entscheiden. Wenn man da einen Equalizer bekommt, der 3, 4 Leute oder nur die Carries erwischt, dann kann man damit einen Teamfight ganz alleine für sich entscheiden. Und der war immer noch ab, deswegen hat sich World Elite dazu entschieden, das Ganze nicht zu verteidigen. Mutiger Haken hier nochmal einnehmen. Da sehen wir, wie viel Schaden der trotzdem mit dem Flammenwerfer drückt und Smap wurde da einfach belohnt. Beziehungsweise hier mit dem Kill noch an den Spirit. Jetzt hat die Frage, wie gut kann man sich rechnen? Der LeBlanc kurz hochgeworfen, Hälfte der AP verloren. Das ist natürlich unangenehm. Smap am Haken, der Baum versucht sich zu wehren, aber er brennt auch nieder. Lee macht währenddessen, was er will. Der Knock-up, um eventuell die Laterne zu verhindern. Nein, er stirbt mit er. Gut gemacht hier wieder von GE Tigers. Spray nicht angezündet und Kuro stand dort, wo LeBlanc eigentlich auftauchen sollte. Wow, das ist ein Ace. Über die halbe Karte verteilt. Das sind die Momente, die ich am koreanischen League of Legends einfach liebe. Man hat das Gefühl in der Laning Phase, dass man doch ein wenig Standard spielt, dass man doch ein wenig unkoordiniert spielt. Dann kommt es zu diesen Teamfight-Situationen, man ist in der Lage, komplett zu dominieren. Das Positioning, der Fokus-Target, die Nutzung von Spells, einfach alles nach dem Textbook. Und da kann man einfach nichts gegen machen. Nein, es hat sich unschön angefühlt, als bereits zum Thrashing gefangen mit dem Hook, weil du einen Rumble, so einen Rumble machen, der rennt ja nicht weg, der fackelt dich einfach ab. Ja. Und allein der Einhebner war natürlich, er hat jetzt nicht so viele Instanzen draufbekommen auf den Kontrennen, aber er hat komplett abgeblockt. Sie mussten diese Passage zwischen den Turm, da ist es super enge, genau. Und da werden alle vom Flammenwerfer getroffen. Man kann diesen Flammenwerfer und auch das Ultimate in zwei Zwecken einsetzen. Zum einen versuche ich es als Damage-Tool zu benutzen, zum anderen als Zoning-Tool. Das heißt, ich nehme einen kompletten Bereich des Jungles oder wie man in dem Fall gesehen hat, des Towers komplett raus und hier wird ein Catch gemacht. Oh, der Face-Check. Das ist gut. Ein Shade-Deck, den ich als AD-Carry Kalista nicht machen darf. Und da sind Prey und Guerilla einfach zu schlau für. Da muss der kleine Geist rein. Ja.
Da darf man nicht so gierig sein nach dem Farm, der auf der Top-Lane steht. Da darf ich mich als AD Carry nicht alleine hinbewegen, wenn ich keine Vision habe. Ärgerlich. Prey nun mit einem weiteren Kill ausgestattet. Steht 204, sucht, hat ein lustiges Itembild, hat zwischendurch das Entermesser gebaut. Sieht aber ein bisschen so aus, als wenn jetzt auf den letzten Atem zugeht. Also ein kleiner Mischmasch, versucht halt zu reagieren. Aluka ist jetzt auch nicht weich. Das gleiche können wir auch nicht von Spirit sagen, aber das Omen schon fertig. Gibt sich halt größte Mühe. G-Tigers sind vom Gold her ein bisschen vorne, aber das Momentum, das haben sie auf ihrer Seite. Ganz genau. Der Last Whisper, das wie heißt das nochmal? Letzter Atemzug. Der letzte Atemzug macht hier Sinn. Wir sehen, dass Lee Sin bereits mit einem schweren... Oh Rüstung. Gott! Eieiei, der Schaden von Corki. LeBlanc hat sich brutal selbst outplayed. Ärgerlich für ihn. Also er wollte ein bisschen Schaden machen. Ja. Und sie haben ihn in dem Dash komplett zerrippt. Und weißt du, wo die Phosphorbombe hinging? Auf die Ausgangssituation vom Distortion. Auf die Ausgangssituation? Ja. Das heißt, man hat damit gerechnet, dass er wieder zurückgeht und damit dann den Kill geholt. Das ist Prey. Ja, das ist Prey. Nicht umsonst derzeit als einer der besten AD Carries in der Welt gelistet. Wie man hier sieht. Was mich wieder beeindruckt ist, dass die G Tigers im Early Game, es sah nicht gut aus für sie. World Elite war in der Lage, in der Midlane mit LeBlanc einen Vorsprung aufzubauen, der in vielen Spielen ausreicht, um das Ganze ins Midgame zu tragen und dann zu dominieren. In diesem Fall völlig egal. Ein Teamfight in der Botlane hat da ausgereicht, um den Tigerzug quasi ins Rollen zu bringen. Und dann ist nichts mehr zu machen. Ist das so ein, ist der moralische Aspekt dann sehr wichtig, dass jetzt World Elite bemerkt, oh Gott, wir waren so gut gerade und jetzt gerät's außer Kraft, aus der Hand. Ja, das Spiel mit dem Druck ist ganz, ganz wichtig hier. Die G-Tigers haben gemerkt, okay, wir konnten diesen Team vernehmen, wir haben das Ace geholt und jetzt können wir einfach ein Objective nach dem anderen unter Druck setzen und einfach auf die Fehler von World Elite warten. Und so ein Distortion, was offensiv dafür genutzt wird, die Wave zu clearen und ein wenig AOE-Schaden an die Tigers zu bringen, wird dann dafür ausgenutzt, um den Kill zu holen und damit ein ganz einfaches Objective. Das werden die Tigers jetzt immer und immer und immer wieder machen. Da wird sich nicht mehr gesplittet, da wird gegroupt und dann wird ein Objective nach dem anderen genommen. Versucht jetzt noch eine kleine Falle zu stellen, in der Hoffnung, den einen oder anderen Kill abzuholen, weil Kuro selbst hat sich erholt von seiner doch recht angestrengten Laning Phase. Hat jetzt mit den Muramana und der Stärke der Einigkeit genug Schaden für die nächste Zeit. Der Atemzug ja offensichtlich auch für Prey fertig, aber jetzt Tanks auch in gewisser Weise schmelzen können. Mystique ein bisschen alleine, stark verlangsamt, die Laterne hilft, um die Situation zu entschärfen, aber man gibt die Midlane preis. Ja, das ist einfach das Spiel. Die G-Tigers brauchen hier gar keinen Kill. Die haben so viele Zoning-Tools in ihrem Repertoire. Die haben so viele Mittel zu poken. Die haben mit Corki und Ezreal zwei AD Carries, die beide mit der Trinity Force ausgestattet sind. Das heißt, lässt man sie an einen Tower, lässt man sie an einen Turm, ist dieser auch in wenigen Momenten weg. Und gibt man ihnen einen Kill, können sie sogar zwei nehmen. Ja, das macht sie aus. Wir loben hier natürlich sehr, sehr viel, sind aber natürlich auch von der Leistung dieses Teams beeindruckt. Aber was kann World Elite jetzt machen? Was ist deren nächstes Ziel? Eventuell der Drache? World Elite, den Drachen würde ich jetzt überhaupt gar nicht versuchen anzugreifen, weil ich eben, wie gesagt, mit Rumble einen so starken Teamfight habe und mit zwei AD Carries Schadenspotenzial bis zum Abwinken, zumal ich jeden offensiven Engage mit dem Janna Ultimate auch disengagen kann. Was World Elite jetzt machen muss, sie brauchen Vision Control. Sie brauchen die Sicht über einige Bereiche und dann müssen sie darauf warten, einen der beiden AD Carries rauszunehmen oder vielleicht sogar den Rumble. Geschieht das, kann man zurückkommen. Geschieht es nicht, bleibt GE Tigers gegroupt und versucht das Ganze gemeinsam als Team anzugehen. Es wird sehr, sehr schwer werden für World Elite. Sehr, sehr schwer. Für die Sicht wollten sie kurz sorgen. Der eine oder andere Ward wurde platziert, aber nicht verteidigt. Pinkwart steht noch da, beide stellen sich mehr oder weniger gegenüber, können sich sehen. Das ist nicht einfach, hier noch für die nötige Sicht zu sorgen. Weil natürlich auch Schaden links und rechts durch die Geschosse der beiden AD-Carries durch die Kanne fliegen. Und es geht auf Dauer natürlich schief, ja? Wenn man sich von dem Q treffen lässt, sind Schmerzen garantiert. Und die Tigers halten sich gut. Sie verteidigen diese Drake-Position. Ja, das ist ungemein wichtig. Das ist ungemein wichtig. Wir haben es gesehen, als der Kill an Ezreal genommen worden ist, als Spirit dann den Ward-Jump und Kick gebracht hat. Wenn die G-Tigers nicht groupen, wenn sie Einzeltargets offen lassen, dann ist World Elite in der Lage, diese Targets auch relativ schnell aus dem Spiel zu nehmen. Was wir hier aber sehen, G-Tigers bewegt sich als Gruppe. Sie sind eine Einheit. Und diese Einheit ist nicht einzeln herauszunehmen. Vor allem konnte World Elite den Drachen nicht bestrafen. Sie haben versucht, bis zum Turm zu pushen, vielleicht sogar die Leute an dieser kleinen Klippe quasi wegzuhalten, zu zone vor dem eigenen Turm. Ging nicht. Das war wirklich diese zwei Sekunden, die sie vorher da war, plus natürlich die Ezreal Ult, die auch nochmal abschreckt.
War schön. Und da muss man einfach den Hut vorziehen. Wir haben gesehen, dass die Dragon-Vorbereitung nicht nur um den Dragon herum geschehen ist. GE Tigers haben beide Sidelanes, Bot und Toplane, slow pushen lassen. Wir haben gewaltige Vasallenwellen auf der Botlane und auf der Toplane. Ja. Das heißt, man konnte gar nicht traden. Es war gar keine Möglichkeit da. Und jetzt kommt ein Teamfight. Smap schön hier ein bisschen festgehalten, aber erst Tengi hat natürlich nur das Stundenlast zur Verfügung, verliert also somit die Agro nebenbei den Turm beinahe mitgenommen. Mit den beiden AD Carries jetzt Aluka nun drinnen dabei zu tanken. Turm ist gefallen, somit auch der Baum. Keine Chance. Zwei AD Carries sind durch zwei Schmelzwerke hier, wenn es darum geht, Türme einzureißen. Schöne Ultimate, aber man konnte zumindest den Supporter mitnehmen, aber keine zweite Distortion zur Verfügung. Würde Zino abgeholt. 3-1 getauscht. Eventuell noch der vierte Kill. Mystique versucht hier mit den Sperren irgendwie noch davon zu kommen. Starker Schild nochmal von Spirit, aber Kuro springt dahinter und dieser junge, blonde Mann ist super tanky. Zwar kein Mana mehr, aber kommt trotzdem noch klar, der Turm wird fallen. Und das ist das Spiel von Kuros Ezreal, das ich erwartet habe. Die Laning-Phase ein wenig enttäuschend. Allerdings dafür macht er jetzt alles wieder weg. Er macht alles gut, was er im Early-Game ein wenig versaut hat. Hat er vielleicht die Mitte-Situation einfach unterschätzt? Das ist gut möglich. Es ist gut möglich, dass er einfach seinen Lane-Partner unterschätzt hat, dass er den Schadensausput von LeBlanc ein wenig unterschätzt hat oder einfach den Spieler an sich unterschätzt hat und damit dann ein wenig auf die Schnauze gefallen ist. Jetzt allerdings dreht er voll auf, hat einen Gang hochgeschaltet und er bringt das, was wir eigentlich gewohnt sind. Vor allem, wie schnell das ging. Du hast über den Slow-Push der beiden Lanes geredet. Botlane Wolzen oder ist jetzt gerade so bedroht, dass die Vasallen davor sind. Hier nochmal die Wiederholung. Schön gemacht, dass man die Janna holen konnte. Aber er hat jetzt nochmal seine Distortion aktiviert. Ja. Ja, da wurde man versucht, ein wenig mit dem Klon zu spielen. Allerdings ist das nicht so wirklich gelungen. Definitiv nicht. Mystique gibt hier größte Mühe. Hier sah es auch so aus, als wenn er verteidigt bekommt. Aber Kuro flasht einfach nochmal in ihn hinein, buchstäblich. Das war kein Schuss, sondern eher ein Schlag ins Gesicht. Mystique nicht in der Lage, das Ganze zu überstehen, trotz der aktuellen Gegenstände. Hat sich auch gegen den Hurricane, sondern für den Phantom Dancer entschieden. Ja, für mich unverständlich. Also der Phantom Dancer gibt mehr Crit. Allerdings brauche ich, wenn ich mit dem Blutdürster starte, nicht so wirklich Crit. Das heißt, das Itembild für mich nicht optimal. Mit dem Hurricane bin ich in der Lage, die ganze Masse, die ganze Frontlane komplett gleichzeitig zu bearbeiten und dann mit dem E Gruppenschaden zu machen. Das ist das, was Kalista ausmacht. Und das ist das, warum Kalista eigentlich der einzige AD Carry ist, auf dem dieser Hurricane Sinn macht. In anderen Regionen, wo sie gespielt wird, insbesondere von uns, ist Hurricane Pflicht-Item. Das wird sogar als erstes Item vervollständigt. Richtig. Macht natürlich die Laning Phase manchmal etwas anstrengend, weil der Grundschaden so gering ist. Du kommst halt über die Masse der Sperre und Auto-Attacks. Aber sobald du das schaffst, dann kommen goldene Zeiten auf einen zu. Die Botlane in Bedrängnis. GE Tigers da mit mehreren Leuten fort. Gorilla, der einzige, der so ein bisschen abgeschieden ist. Aber auch man braucht die Janna hier nicht. Turm geht drauf, ist aktuell Nummer 7. Und die Bedrohung der Toplane macht halt genau so eine Aktion möglich. Das ist Textbook League of Legends. Wir haben alle Türme in der Toplane genommen. Wir sind in der Midlane an dem Inhibitor Turret. Das heißt, das Einzige, was noch offen steht, ist der Tier 2 Turret auf der Botlane, der dann einfach mal gerade nebenbei genommen wird. Und jetzt bewegt man sich Richtung Baron. Man hat die komplette Vision Control über die Area. Und man kann jetzt poken, vielleicht einen Teamfight baiten und dann das Spiel nehmen. Genau. Alle nötigen Fähigkeiten stehen da zur Verfügung. Kuro hat sogar die Wahl, wenn er die Ultimate rausdonnert. Wir haben viele Ezreal-Spieler gesehen, die das Ganze in Anführungszeichen zum Poken verwenden, um einfach viel Leben an den weichen Zielen mehr oder weniger abzuziehen. Das ist der absolute Klassiker. Sowas darf nicht passieren. Sowas. Man ist dazu gezwungen. Man hat World Elite hat keine Vision. Das heißt, in dem Moment, wo man einfach nicht sieht, was passiert, ist es durchaus möglich, dass GE Tigers komplett ohne Contest diesen Baron nimmt. Das heißt, man muss jemanden vorschicken. Und wenn es gemacht wird, dann wird er dann leider sterben. Ja, zumal man hätte vielleicht mit den Saplings oder sowas arbeiten können, aber Aluka musste die Toplane verteidigen. Jetzt eventuell die Racheaktion hier. Lee dabei noch die Leute wegzudrängen. Rumble kommt von oben. Er hat seinen Einhänder zur Verfügung. Die Kalista-Ulti wurde ja aktiviert. Die Box noch da gelassen. Trotzdem viele Lebenspunkte verloren. Jetzt kann man sich gegenseitig retten. Jetzt, das Siege wurde nicht gebrochen. Keine Kette getroffen. In der Laning Phase so gut gemacht, aber aktuell nicht. Und Rumble verbrennt hier währenddessen Thrash. Ultimate von Kuro hat sogar getroffen. Die Banane breit genug. Und dann nochmal der Rest. Man musste Lee Sin in die Base schicken da, was man nicht gesehen hat. Die Vasallen schon an den Nexus-Türmen waren. Das heißt, wenn man Lee Sin nicht da rausgekriegt hätte, hätte man vielleicht sogar Nexus-Turret verloren. Das ist einfach nur wahnsinnig gut, was die Tigers hier spielen.
Und das ist das, was wir anfänglich angesprochen haben. Die GE Tigers gewinnen ihre Matches im Normalfall nicht dadurch, dass sie die Teamfights gewinnen, sondern einfach unglaublich schlau rotieren. Von einem Turm zum anderen, von einem Objective zum anderen. Es ist einfach nur wunderbar mit anzuschauen. Vor allen Dingen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wollte wenigstens noch den Midturm bekommen. Die lassen sie einfach oder treiben sie komplett nach Süden. Sind dann natürlich schon auf der Botlane und dann geht's weiter. Da geht's gnadenlos weiter. Mit dem Baron-Buff, habe ich gehört, soll das auch kein Problem sein. Das ist eine richtige Information, die du hast. Wenn man dann den Baron-Buff hat, dann habe ich gehört, dass die Vasallen ein bisschen stärker werden. Und man hat richtig viel Schaden. Richtig viel Schaden auch, ja. Und dann natürlich doppelt Trinity Force. Damit schmelzen die Türme. Das wird kein Problem. Auch der Drache muss leiden. Mittlerweile Nummer 4. Auch schon eine bedrohliche Menge. Pushing Power, wie man hier sehen kann, steigt. Und davon haben sie jetzt schon genug. Dass der Midlane-Inhibitor witzigerweise der letzte ist, ist schon eine traurige Tatsache, weil das natürlich der einfachste ist. Im Normalfall ist es der einfachste mit so einer Komposition, aber GE Tigers spielen ganz, ganz viel mit Wave Management. Also sie bereiten ihre Vasallenwellen vor, bevor sie für Objectives gehen. Und da sind die Sidelanes einfach einfacher zu bearbeiten. Die Sidelanes, da kann ich timen, wie lange es dauert, bis eine große Wave zum Tower ankommt. Das haben die GE Tigers gemacht. Bei beiden Waves. Und damit war es relativ einfach, da keine Reaktion von World Elite kam. Hier muss man noch nicht mal planen und mit dem Slowpush beginnen. Super Vasallen machen es möglich. Man müsste sogar in der Midlane nur warten, ja, bis die Seiten eingerissen werden. Überzahlsituation. Und dann wird einer von World Elite sterben. Wir haben in den letzten Spielen immer davon gesprochen, dass versucht wird, das ganze Spiel sicher zu gewinnen. Hier ist es nicht nur sicher, sondern souverän. Hier wird nach Textbook vorgegangen. Hier wird ein Objective nach dem anderen quasi genau, wie man es denn machen müsste, wenn man denn ein Spiel gewinnen möchte. Das ist einfach der Wahnsinn. Ab und zu noch vor den Kanonenvasallen gestellt, damit er möglichst wenig Skillshots abbekommt, denn er carry das Ganze jetzt. In der Lage, konstant Schaden rauszudrücken, bis sein Bro quasi da ist. Aber von der Seite. Kalista ist eigentlich nicht schlecht, um die Supervasallen zu erledigen. Sie hat keinen Hurricane. Mit Sie Hurricane. Hat keinen Hurricane, ja. Kann er jetzt immer nur einen rausnehmen. Schon wieder ganz kurz die LeBlanc dabei. Der Eidenor trennt das gesamte Team. Spirit hier dort Zwart. Was reichen die Stundenglas? Schützt hier nochmal den Rumble. Haluka zwar genau dort, wo er sein sollte. Kann aber nicht genug Schaden rausdrücken. Und oh Gott, Smack überlebt das Ganze sogar noch. Guten Lediglich Nacht. Kuro gefallen. Der natürlich auch einen harten Fokus insgesamt erfahren hat. Es ist ja einiges an CC zur Verfügung. Aber GE Tigers. Ich glaube, das Textbook wurde mehrmals jetzt schon genannt. Es ist aber einfach die beste Beschreibung. Klappt für sie wunderbar. 37 Minuten wirkt lang, lag aber auch daran, dass die Komposition ohnehin erst später zündet. Kuro genau. Noch ein bisschen Probleme hatte und ja, World Elite. Die müssen sich jetzt erstmal geschlagen. Und was einfallen lassen vor allem. Man hatte das Early Game, man hatte den Vorteil in den ersten Spielminuten und war nicht in der Lage, da irgendwas daraus zu machen. GE Tigers einfach viel zu intelligent, viel zu schlau und mit dem einen Teamfight an der Boardlane war man in der Lage, das Spiel komplett umzudrehen. Oder nicht umzudrehen, sondern für sich zu entscheiden, sagen wir es so. Da waren wir. Das war ja ein glattes Ace.